Quadrat von der Kathete 1 plus Quadrat von der Kathete 2 ist genauso groß wie Hypotenuse zum Quadrat. Und wenn ich jetzt aber Folgendes mache, kurze Bastele, ich ziehe die Wurzel, dann muss ich das ja über beide Seiten machen. Und wer die letzten Male gut aufgepasst hat, der weiß, dass Hypotenuse zum Quadrat und daraus die Wurzel, dass sich das aufhebt. Und schon haben wir da eine Möglichkeit herumzurechnen. Kann man irgendjemand verbieten, wenn da steht plus Kathete 2, dass ich das einfach subtrahiere? Kathete 2 minus Kathete 2 verschwindet da. Und auf der anderen Seite muss ich das natürlich auch abziehen. Ja, und was vorher funktioniert hat, das funktioniert natürlich jetzt auch. Ich ziehe die Wurzel über beide Seiten. Und wir sehen schon wieder, Quadrat und Wurzel heben sich auf. Und das schaut jetzt so aus. Die Kathete 1 berechnet man Hypotenuse zum Quadrat minus Kathete 2 zum Quadrat und daraus die Wurzel. Eine dritte Variante hätte ich noch. Es kann mir ja niemand verbieten, die Kathete 1 links und rechts abzuziehen. Damit verschwindet sie links. Rechts muss ich das auch machen. Und schon hätten wir da wieder die Möglichkeit, wir ziehen die Wurzel links und rechts. Und wer gut aufgepasst hat, der weiß, Quadrat und Wurzel heben sich auf. Und schon kann ich mir ausrechnen, Kathete 2 ist Hypotenuse zum Quadrat minus Kathete 1 zum Quadrat und daraus die Wurzel. Das ist also der Lehrsatz des Pythagoras. Und der heißt deswegen so, weil der Pythagoras vermutlich die älteste schriftliche Überlieferung ist, die wir da haben.